So, es geht weiter. Nachdem beim letzten Versuch es absolut gescheitert ist, den nächsten Bossfight zu schaffen, beziehungsweise ihn zu schaffen, ohne dass ich nicht 2 Stunden lang es versuche, sterbe, bin ich jetzt hingegangen und habe die ganzen Nebenquests, die ich machen konnte, von den Anwohnern, erfüllt, um Erfahrungspunkte zu bekommen. An der Stelle befinden wir uns jetzt. Ich habe die Erfahrungspunkte noch nicht ausgegeben, aber stehe jetzt vor dem Bett, um dieses dann jetzt genau zu tun. Prösterchen. In der Hoffnung, dass wir dem Hauptstrang der Geschichte dann jetzt besser folgen können. Denn dieses andauernde Sterben geht mir ein kleines bisschen, höflich gesagt, auf die Nüsse. Wow. Also. Auf ins Vergnügen, auf ins Spiel. So. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, was ich alles vorhat, waren das mehr Leben. Ein stärkerer Biss, also mehr Schaden beim Biss. So. Dann mehr Schaden wäre zwar auch cool, aber dafür habe ich nicht genug Kohle, also Erfahrungspunkte. Durchhaltevermögen, Ausdauer, definitiv mehr Ausdauer, ganz definitiv. So, Ausdauer wird auch erhöht. So, dann ist noch was übrig. Das wandert in nee, das kann ich mir auch nicht leisten. Nee, das ist zu teuer. Dann halt noch mehr Leben. So. So, jetzt habe ich mehr Leben. Schadenstechnisch komme ich ja eigentlich ganz gut aus. Und der Biss macht jetzt mehr Schaden. So. Bestätigen und dann hoffen, dass es klappt, denn ansonsten habe ich keine Möglichkeit mehr an Erfahrungspunkte zu kommen, denn ansonsten sieht es nämlich so aus, dass ich die Anwohner anfangen muss anzuknabbern, denn von den Leuten, die durch die Gegend latschen, kann ich keine EP bekommen oder so gut wie gar keine EP bekommen. Das macht weniger als, das macht so überhaupt gar keine Laune. So. Der Bereich ist jetzt gesunken auf bedenklich. Aha. Na toll. Wozu heile ich euch eigentlich alle? So. Ordentlich. Da hat sich aber was getan hier. Puh. Ein bisschen heilen hat was gebracht, was? Boah. Mein erster gereinigter Bezirk. Gesundheitszustand 100%. Also je nach Gesundheitszustand des Bezirkes ändern sich die Preise. Okay. Nur, ich weiß nicht. Je besser es ihnen geht, umso teurer wird's, oder je besser es ihnen geht, umso mehr Rabatt geben sie dir. Wäre ja mal interessant rauszufinden. So, ihr Schnucki-Putzis. Jede Menge zum Heilen, das beziehungsweise zum Nettsein zu euch, aber jetzt kommt das, wovor ich jetzt nicht wirklich Angst habe, aber wo ich jetzt echt gar keine Lust drauf habe.
nämlich die der Fight. Puh. In der tiefsitzenden, voller Liebe, Hoffnung, dass das jetzt, sagen wir mal, relativ reibungslos funktionieren wird, hoffe ich zumindest. Ein paar Dinge, die ich rausgefunden habe. Wir haben ja einen ultimativen Zauber, der 99 Sekunden Abklingzeit hat. Man kann sie nicht austauschen. Auch man kann es. Während des Kampfes kann man sie tauschen, das ist kein Problem. Aber wenn man einen neuen Zauber reinsetzt, dann ist der leider erst einmal auf DC. Nein, stopp, das heißt Disconnect. CD auf CD. Ich verwechsel das ganz gerne mal. So, ein letzter Blick auf meine Sachen, die ich dabei habe. Schwert, Keule und ich habe einen Heiltrank drin. Der richtige Zauber ist drinnen. Ab jetzt heißt es viel Glück. So, alles Liebe für mich selber. Das funktioniert. Kurz warten. Und jetzt nehme ich mir ein bisschen Heilung. Show some style. Fight like a man. So, wieder heilen. Und du gehörst mir. The blood of a true defender of this land will protect you. I'll take you down. Weg. Der macht einen fiesen Schaden. Weg, 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 weg. Nicht stehen bleiben. Ah, verdammt. Ja, super. Weg. Hab ich dich. So, diese Sache mit dem Licht. Was ein Glück, dass das einigermaßen so funktioniert mit dem. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? La la la. Weg. Treffer. So, kurz heilen, ein bisschen warten. So, die Sonne kann mir jetzt nicht tun, während ich am Saugen bin. True light will cleanse you. Show some style. Fight like a man. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Was ist denn daran so schwer? Alter! So, her damit. If you're so innocent, jaha. Why does simple light burn you so much? Oh, komm, bleib doch nicht stehen. Was soll denn der Scheiß? Ja. Sobald der erste Treffer kommt,
kann ich mich nicht mehr bewegen. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich von ihm festgehalten werde, kann ich nicht so genau sagen, aber es ist auf jeden Fall jetzt leichter, ihn zu besiegen. Schwer ist es in jedem Fall, aber nicht unmöglich. Da ich wieder im Fahrstuhl sein werde, ist das einzige, der einzige wirkliche Nachteil ist, die ganzen Spritzen, die ich jetzt verwendet habe, um mein Leben zu retten, sind natürlich alle weg. Oh. Und mein mir so lieb gewonnenes Blut. So. Ich brauche eine Second Hand. Auf die Waffen. Haupthand. Das raus. Und den Freund rein. Das müsste der richtige sein. Ja. Schrotflinte ausrüsten. Kann ich die ausrüsten? Einmal das. Zweithand Schrotflinte. So, jetzt ist die Schrotflinte erst einmal drin. Natürlich durch das Wiederbeleben habe ich kein Blut. Das ist so ätzend, wie es nur sein kann. Oh, aber ich verbrauche jetzt alle Kugeln. So. So, die erste Kanone habe ich leer geschossen. Schön auf Distanz. Dann der Revolver als zweite Waffe. Und halt. Ah, verdammt. Ich kann jetzt gerade den Revolver nicht verwenden. Mist. Weg! Ja. Also das mit dem mit der Schrotflinte funktioniert, aber ich brauche Blut. Für die Notfälle brauche ich definitiv als erstes Blut. Ich glaube, ich sollte mir die Schrotflinte, wenn ich sie verwende, für wenn es ins Finale des Kampfes geht und es immer schwerer wird und eigentlich überall nur noch Licht brennt, verwenden. Und langsam frage ich mich, ob ich dem Licht auch wirklich ausweichen soll. So, aktuell habe ich jetzt die Kanone drin. Das war auch das letzte, was ich benutzt hatte. Ich setze die Schrotflinte rein und werde danach nicht mehr wechseln. Hoffentlich habe ich jetzt noch genug Kugeln. Ja, Kugeln bleiben. Das ist gut. Spritzen verliert man. Kugeln bleiben. Okay. Dann. Oh, als allererstes hole ich mir Blut. So. Fangen wir mal damit an. So, auf die Seite. Ja, schön. Come on, Reed. Try something else. Komm her. Ach nee. Echt jetzt? Ja, klasse. Ich bin mir nicht sicher, ob das Licht mir meine Ausdauer nimmt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, meine Ausdauer regeneriert sich nicht viel spürbar. Das ging vorhin deutlich besser, also beim ersten Versuch. Klar, da hatte ich natürlich auch mehr Blut und konnte mich heilen. Das sollte man nicht unterschätzen.
Vielleicht kann ich ihn ein kleines bisschen auf den Boden pinnen und ihn dort belassen. Das wäre natürlich sehr, sehr praktisch. So, sofort wieder rein. So. Fangen wir mal damit an. Eins, zwei, ausweichen. So, dann kurz warten. Ausdauer ist voll. Sehr schön. So, wieder ein bisschen heilen. Und raus aus dem Licht. Echt? Ach, du nervst. Ah, das wird mich nervt. I know. It hurts, doesn't it? Ja, das geht. Also einfach nur hin und her. Ew. Freewin prevails. Ah, sind das Treffer. Ja, genau. Bleib einfach da hinten stehen. Genau. Klasse. Guck mal. Come on, Reed. Try something else. Was für ein wunderschönes Ereignis. Jetzt geh schon weg. The blood of a true defender of this land will protect me. Close your eyes. This is gonna hurt. Aha. So, das sieht so, so schlecht für mich aus. I know. It hurts, doesn't it? Weg, weg, weg! Was ist denn daran so schwer, auszuweichen? Alter! Ja, ich komme nicht davon. Es sind verschiedene Phasen. In der ersten greift er nicht so oft an, benutzt aber dann eher die Fernkampfwaffe. Mit der kann ich allerdings nur auf mittlerer Distanz ausweichen und dann auch nur, wenn es mir beim ersten Mal gelingt. Ich muss mir irgendwie das mit der Kanone noch aufbewahren für das große Finale und ihn eventuell solange ich an ihm rumsnacke.
Ich will auch keine Poison machen. So, dann wieder. Kurz warten. Sehr schön. Mist. Show some style. Fight like a man. Ach, Gott sei Dank. So, während ich im Licht stehe, das verschwindet gleich wieder, kann ich snacken. Verdammt. Weg, weg! Mist. Der dritte ist wirklich auf langer Strecke. So. Ausweichen, weg. Und erwischt. Puh, kurz warten. Und snacken. Weg. Der dritte ist immer ein langer Angriff. Komm schon. Geh mir nicht auf die Nerven. Gut, die meisten bin ich ausgewichen, aber nicht allen. Scheiße. Gut, ich kann das Herz wieder anwenden, also das Brennen. Show some style. Fight like a man. The blood of a true defender of this land will protect me. Ja, das ist ja super. Close your eyes. This is gonna hurt. Your poisonous bite is useless on ja. Schön. Große Klasse. Keine Ausdauerregeneration. Keine Ausdauerregeneration. Wo ist meine Ausdauer? So. Da ist meine Ausdauer. Und das war's. Ich hatte gerade die ganze Zeit über keine Ausdauerregeneration. Keine. Jetzt ist die Frage, kommt das von diesem dass das Blut des wahren Königs? Dann weiß ich nicht, wie lange da dieser Buff funktioniert, aber ich kann nicht ewig wegsliden. Ich brauche irgendeinen Hinweis darauf, dass es was damit zu tun hat. Ich meine, das mit dem Sonnenlicht ist sowieso schon für den Hintern. Da wünsche ich mir eigentlich schon, dass man da irgendwie mal einen Hinweis gehabt hätte. So. Close your eyes. This is gonna hurt. Show some style. Yeah. Fight like a man. I know. It hurts, doesn't it? Och Gottchen, ja genau, lass dich von ihm treffen. Ein Treffer und alle treffen. Das war's. So, kurz warten. Und snacken. So.
your eyes. This is gonna hurt. Come on, Reed. Ja, komm. Mist. Sobald ich einmal getroffen werde. Super. Dankeschön. Wenigstens habe ich jetzt genug Ausdauer wieder. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Ja, danke schön. Oh. Danke schön. Wow, das hat mich nicht umgebracht. Hätte ich jetzt echt gedacht, dass er es mich umgebracht hätte. Ah, dieser Kampf ist echt böse. Dieser Kampf ist wirklich sehr, sehr böse. Selbst wenn ich genug Spritzen, Medizin dabei hätte, bin ich mir nicht sicher, wie gut dieser Kampf durchgeht. Es ist auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich nerviger Kampf. Wenn es jetzt nur der Typ ist, wäre es wahrscheinlich leicht. Die Tatsache, dass die ganze Zeit von oben Licht kommt und Verbrennungsschaden macht, ist eine wirklich, wirklich harte Nummer. Gut, der Typ ist nicht leicht, aber es wäre dann einfacher. Vor allem, es wird, je länger der Kampf dauert, umso mehr Licht wird es. Deswegen, so, sofort den längsten. So, komm her. Ja, ja. Drecksack. Erwischt. So, kurz warten, bis meine Ausdauer voll ist. Ich habe ja ein paar Sekunden Zeit, die will ich auch nutzen. Ja, super. Ich bin ganz stolz auf, dass ich das Licht anmachen kann. Zack. So, kurz auf die Ausdauer warten. Und weiter geht's. Das ist jetzt noch einfach. Das ändert sich aber gleich. Achtung, der dritte Schlag ist ein langer Schlag. Oh. Och, fick dich doch. Ja. Mhm. Ich konnte mich keinen. Wo ist meine Ausdauer? Keine Ausdauer. Die Tatsache, dass mir die Ausdauer fehlt, geht wirklich hart an die Nieren. Also es geht. Es geht, man kann ihn besiegen, aber was ist das Problem mit der Ausdauer? Wo geht sie hin? Warum kommt sie nicht wieder? Worauf muss ich aufpassen? Ich hab's noch nicht raus. So. Als erstes der ultimative Zauber, weil der am längsten dauert. 1, 2, 3. So. Und sofort rein damit. Treffer. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Oh, ich warte wieder auf die Ausdauer. Nehme auch direkt einen Heiler. So viel Leben wie möglich. So. Weg. Und wieder treffen. Weg. Oh, tolle Kombi. Weg. Ah, dass das wieder getroffen hat, geht mir so auf den Senkel. Close your eyes. This is gonna hurt. Come on, Reed. Weg. So, hat wieder was gebracht. So, das Licht verschwindet auch gleich wieder. Und weg. So. Your
poisonous bite is useless on me. Was ist denn für ein Poison? So, Heilung, kurz warten und gib ihn. So, ultimative Zauber ist wieder ready. Sofort drauf. Eins, zwei und auf Seite. Das warte ich jetzt ab. Oh. Ja, freut mich. Ist das kacke. Und weg. Weg, weg, weg. Heilen. Weg. Und weg. Weg, weg. Oh, Gott sei Dank, ich habe das überstanden. So, jetzt habe ich wieder ein paar Sekunden Zeit. Meine Ausdauer kann sich regen. Ja, sehr schön. Weg! Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu oft ausweichen drücke. Sehr schön. Aktuell sieht das gerade ein bisschen nach so könnte es funktionieren aus, aber weg, weg. Oh, wieder ein Treffer zurück und weiter geht's. So, das hat funktioniert. Das will mir nicht gefallen. So. Und jetzt habe ich wieder einen Moment Zeit. Der ultimative Zauber ist ready. Warten. Verdammt, ich muss hier raus aus dem Licht. So. Why does simple light burn you so much? Puh, das klingt ja furchtbar. So. Auf die Seite. True light will cleanse you. Ja, ja. Immer schön auf Nummer vorsicht. Und weg. Einmal Treffer und weg. Treffer, weg. Fuck. Komm. Schön auf Seite. Raus aus dem Licht. Und ein Treffer. So. Dann. Weiter geht's. Oh, das klingt gerade akustisch echt scheiße. Raus aus dem Licht und weg. Habe ich jetzt noch irgendwas? Nein? Jetzt bitte nicht sterben. Raus aus dem Licht. Da ist er. Treffer, weg. Why does simple light burn you so? Und weg. Hab ich dich? Oh, bitte sag mir, dass ich dich habe. Oh, leck mich am Arsch, ich hab ihn. Das the guardian of justice. Wow. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Sound gerade los ist, aber... Wow. Boah, bin ich froh, dass der jetzt noch platt ist. Vielleicht bin ich ein Monster. Sie haben die Jagd auf mich eröffnet. Sie können... Wir könnten zusammenarbeiten...
Ich glaube ja, dass das mit Zusammenarbeiten sehr negativ für ihn ist. Aber dieser Soundfehler, der jetzt hier gerade ist, ich glaube, der ist während dieses Kampfes gerade passiert. Schauen wir mal, dass der danach ist. Also was nehmen wir denn jetzt? Nehmen wir jetzt, sie haben die Jagd auf mich eröffnet. Du bist selber schuld. Vielleicht bin ich ein Monster, vielleicht hast du recht. Oder wir könnten zusammenarbeiten. Bieten wir ihm doch einfach mal die Zusammenarbeit an. Mal gucken, was passiert. Ich bin nicht sagen, wir könnten Freunde sein, du und ich. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Prewin. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Lee. Kill me now, for there is no way you can sweep through your items. That's how you missed it. What do you mean? Verschonen Sie ihn, verwandeln. Du opferst dabei 1000 EP und machst sie zu einem Vampir. Oh, das wäre lustig, aber ich habe keine 1000 EP. Aber ich probier's mal, ob es klappt. I'll make you one of us. No! Ich weiß nicht, ich habe eigentlich keine 1000 EP, aber wenn es klappt, dann habe ich vielleicht minus EP. Leckerchen. Ich habe eigentlich keine 1000 EP gehabt, aber... Also das ist schon ziemlich cool. Den Spaß gönne ich mir. Das wird den wahnsinnig machen. So, ich hoffe, der Sound wird jetzt gleich besser, sonst muss ich das Ganze mal neu starten. Es ist gerade eben schlechter geworden. Warten wir mal ab, was jetzt nach dem Laden passiert. Aber alter Schwede, ich bin sowas von heilfroh, dass das mit dem Lappen jetzt vorbei ist. Ich meine, ich finde es ja schon fies, gegen viele Gegner gleichzeitig zu kämpfen. Besonders wenn es immer mehr werden und die Angriffe immer schwerer werden. Aber das mit dem Licht und keine Ausdauer, das war ja... Leck me an the foot. So. Es scheint mir soundtechnisch jetzt besser zu sein. Nein, ist es nicht. Ich versuche es mal mit Ausstecken und wieder Einstecken. Nee, der Sound ist immer noch nicht gut. Oh, okay. Ich würde mich zwar ganz gerne hier oben nochmal umgucken, ob... Ist das was? Nee, das sah nur so aus. Sieht auch nicht so aus, als wären hier oben jetzt irgendwelche Türen, die man verwenden könnte. Doris Fletchers Theater ist eigentlich null problemo. Ich werde allerdings jetzt eben mal einen Neustart des Spiels machen, damit diese seltsamen Geräusche, also ich weiß nicht, ob ihr sie hören könnt, aber ich kann sie hören,
vielleicht resettet werden. Oh. Okay, einfach nur raus und wieder reingehen funktioniert nicht. Ich muss das Spiel beenden und gleich wieder reinkommen. Also, gleich gibt's einen Restart. See you later, Alligator.